Eisenmaster Video 5. Geld verdienen mit Amazon funktioniert. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Video 5 der Eisenmaster Reihe. Ja, ich hatte das ja am Anfang der Woche bereits angekündigt, dass es Ende der Woche ein neues Video gibt und jetzt haben wir Ende der Woche und es gibt ein neues Video. Ich bin jetzt hier wieder auf meiner Seite Staubsauger ohne Beutel Test und wir sehen, es hat sich optisch gesehen nicht sonderlich viel getan, aber ich habe zum Beispiel meinen ersten Artikel schon eingestellt. Und ich habe schon mehrere Artikel jetzt eingestellt, die sind allerdings getimed und zwar auf die Veröffentlichung von alle 3 Tage. Das bedeutet, dass alle 3 Tage ein neuer Artikel rauskommt. Der wird dann automatisch veröffentlicht und dann natürlich auch direkt in die Sitemap eingetragen und dann an Google geschickt. So, ich habe das Ganze jetzt hier so aufgearbeitet, es ist ein allgemein gehaltener Artikel, der auch zum Keyword passt, Staubsauger mit oder ohne Beutel. Da gab es, glaube ich, 490 Abfragen und das war also schon mal ganz gut. So, dann habe ich hier unten noch eine Einblendung für die Produkte, die ich importiere. Und schön ist, dass wir hier einen Button haben auf Amazon ansehen. Da kommt man direkt zu Amazon, aber wenn man hier auf die Beschreibung klickt, bleibt man auf der Seite. Und dadurch ist der Informationscharakter der Seite natürlich wesentlich größer und wir haben nochmal zusätzlichen Content, der mit integriert ist. So, ja, dann hast du gerade gesehen, ich habe jetzt hier auf der rechten Seite sind auch jetzt Produkte eingebettet. Die sind natürlich auch targetiert, beutellos natürlich, also auch perfekt geeignet. Auch diese sind natürlich hier auf der Seite, wenn ich draufklicke, geht es direkt zur Seite. Hier innerhalb von Staubsauger ohne Beutel Test und natürlich auch wieder mit Amazon Button. Um sich das Ganze anzusehen. So, jetzt habe ich ja den Speedtest beim letzten Mal schon angekündigt, den wollen wir uns mal gerade ansehen, den habe ich jetzt heute nochmal gemacht und zwar haben wir hier 71 Punkte von 100, ist also mobil gesehen, ist schon schneller als der Rest, aber es kann noch was dran gemacht werden. Ich arbeite momentan mit verschiedenen Plugins, aber die greifen noch nicht so ineinander, wie es soll. Also da ist noch definitiv Ausbaupotenzial und da muss ich mal schauen. Also da sind verschiedene Plugins, stören sich irgendwie und es kommt immer wieder zu Fehlern, weil es ist ein Plugin installiert, above the fold, also ohne Scrollen sichtbar. Das ist drin, aber es scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Das Browser Caching ist auch aktiv, obwohl es hier nicht angezeigt wird und wir haben hier auf dem Desktop ähnliche Probleme, auch hier das Browser Caching, obwohl es aktiv ist, wird es nicht genutzt und wir haben hier 86 von 100, ist auf jeden Fall schon mal in Ordnung, weil es ist grün, damit also auch, ja, man kann damit leben, aber es, wie gesagt, man kann es halt noch besser machen. Gut, da muss ich natürlich noch dran arbeiten, aber das zeige ich dann einfach nächste Woche. Ja, dann geht es in die Webmaster Tools und wie wir sehen, haben wir hier, hat sich auch einiges getan. Die Sitemap ist natürlich jetzt stark gestiegen, dadurch, dass ich hier die Produkte importiert habe. Man sieht, hier muss Google noch definitiv was nachholen, weil wir haben 118 URLs eingereicht. 7 davon sind erst indiziert. Das heißt also, hier muss noch ordentlich was gemacht werden. Hier kommt noch ordentlich was. Wir schauen mal in die Suchanfragen, die Suchanalyse. Hier ist auch, man sieht, es gibt einen leichten Trend nach oben. Das ist auch perfekt. Wir schauen jetzt hier mal rein, wie die Klickrate so ist. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann schauen wir uns mal die Positionen an. Wir können ja hier die Positionen innerhalb von Google zu den Keywords überprüfen. Das heißt, wir müssen das nicht lästig suchen, sondern können das hier direkt machen. Und wir sehen hier halt, wir haben hier einige Keywords, die sind auf der ersten Seite positioniert. Wir haben natürlich auch eine Menge, die sind ziemlich weit hinten, aber das muss ich dann jetzt mit der Zeit ein bisschen einpendeln. Hier haben wir zum Beispiel einen Clean Max Zyklon, was auch immer das sein soll. Also das kommt durch den Import. Also ich würde auf dieses Keyword, würde ich in 100 Jahren nicht kommen, aber ich gucke mal hier über den Link. Die Suchanalyse hier sagt mir, das wäre Position 5,2 in Google. Wir schauen mal rein. Wo ist es? Tatsächlich, da ist er. TV, unser Original. Staubsauger ohne Beutel Test. So, und da haben wir tatsächlich ja, zwei Besucher mit einer Klickrate 15,38%. Wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Und ich glaube, wenn man das mal, ja, hier gibt es auch Dutzende Variationen dazu. Und ich habe da schon 2 Besucher abgegriffen. Also das ist schon mal nicht verkehrt. So, und ach so, ich stelle das mal um, nur für den Fall, dass mir das hier hinterher keiner glaubt. Das ist jetzt hier die ohne
Private Ergebnisse werden nicht angezeigt. Ne? Das heißt also, es ist die Original und man sieht es hier, da Staubsauger ohne Beuteltest. Ist also auf der ersten Seite bei 1920 Ergebnissen, ist jetzt nicht die Welt, aber dieser Staubsauger scheint auf jeden Fall schon mal Interesse zu wecken bei der Bevölkerung. Und das hier ist ein reiner Import. Das heißt, hier an dem Artikel wurde nichts gefeilt. Das ist alles so von Amazon übernommen worden und wir stehen damit hier auf der ersten Seite mit diesem Keyword. Ja, ist auf jeden Fall ein Punkt für mich, denn ich habe dadurch jetzt zwei Besucher gewonnen, die ich sonst nicht bekommen hätte, weil ich auf das Keyword definitiv niemals gekommen wäre. So, dann schauen wir mal rein, Google Analytics. So, wir haben hier 249 Sitzungen, 205 Nutzer. Absprungrate 21,29%. Wer sich noch erinnern kann, ich gehe mal gerade rein hier ins Video. So, das machen wir mal aus hier. So, und da suche ich mir mal gerade die Sprungmarke. Analytics. Da, 1242. Ausmachen. So, 203 Sitzungen, 169 Nutzer. Wir schauen mal rein. 249 Sitzungen und 205 Nutzer. Es hat sich also definitiv was getan. Und die Absprungrate am Montag lag bei 24,14% und ist gefallen auf 21,29%. Also definitiv für mich Pluspunkte. Ist super. So, dennoch bin ich nach wie vor mit dem Projekt überhaupt gar nicht zufrieden. Ja, das ist also so eine Sache für sich, weil das Layout zum Beispiel gefällt mir überhaupt gar nicht. Und da muss definitiv noch dran gearbeitet werden. Also das ist noch was, was mir überhaupt nicht gefällt. Dazu möchte ich noch kurz erwähnen, ich bin die Woche auf dieses Template hier gestoßen, nicht gefallen. Und das ist affiliatetheme.io. Und das ist ein Spezialtemplate aus einer deutschen Agentur, extra für Affiliate-Seiten generiert. Ist ein Hammerteil, finde ich super toll. Momentan gibt es da so eine Early-Bird-Phase, also weil das jetzt erst gestern eingeführt wurde, das Neue, weil es gab davon das Alte, jetzt die Woche kam das Neue raus, dass zum Beispiel hier 30% auf die Multi-Lizenz und 40% auf Unlimited-Lizenz. Mich interessiert gerade in dem Fall die Unlimited-Lizenz, weil hier sparst du wirklich 300 €. Das ist schon eine Hammernummer und das gilt auch nur für kurze Zeit und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir das nicht kaufen soll und da vielleicht mein anderes Projekt, was ich dir noch vorstellen wollte, vielleicht auf dieses Affiliate-Theme umswitchen soll. Denn das Teil ist schon echt der Knaller. Das Problem ist allerdings auch, ich zeige dir mal gerade eine Demo von dem Ding. Wo ist es? Hier, da. Und zwar, da ist es, genau, das ist die Demo. Und zwar, das sieht halt alles toll aus und das ist auch super aufbereitet und man hat auch hier die Tabellen und die Vergleiche und was nicht, weil die arbeiten nicht nur mit Amazon, sondern auch zum Beispiel mit anderen Plattformen zusammen, wo du dann Preisvergleiche automatisch erstellen lassen kannst. Das Problem ist allerdings hier, wir haben hier keinen automatischen Import der Bewertungen und wir haben auch keinen Beschreibungsimport und sonstige Dinge. Und das gefällt mir eigentlich noch gar nicht, weil das ist für mich eigentlich so der springende Punkt gewesen an der ganzen Geschichte. Ansonsten ist das aber toll. Und ich glaube, wenn man das hier gut aufarbeitet, weil es gibt da natürlich auch, ich kenne schon einige Seiten, die mit diesem Teil arbeiten. Und die sind wirklich super und die sind auch weit vorne. Und ich glaube, für den Preis rechtfertigt sich das schon, wenn man sich das Teil anschafft. Aber wie gesagt, ich hadere noch ein bisschen mit mir, weil ich nicht weiß, ob das halt wirklich mit meinen Plugins, die ich benutze, momentan auch mit dem automatischen Import, ob das da alles harmoniert und ob das so funktioniert, weil ich habe halt auch noch andere Pläne. Hier steht es nochmal, Amazon Schnittstelle, Affiliate, Zanox und so weiter. Lässt sich halt integrieren. Naja gut, ob das am Endeffekt dann auch für mich taugt, weiß ich nicht. Naja, gut. So, natürlich Amazon-Einnahmen, gucken wir mal gerade rein, sind stagniert. Also da gibt es momentan jetzt noch nichts Neues heute, 29, also seit gestern 29. Juli. Da hat sich jetzt nichts mehr getan. Also ja, war auch nicht zu erwarten. Wir hatten jetzt insgesamt 29 Klicks. Ja, Conversion 10,34%. Ist okay, aber es wäre halt schön gewesen, wenn jetzt da noch ein bisschen was zukommt. Mal abwarten. Vielleicht kommt da jetzt übers Wochenende noch was dazu, weil am Montag ist ja schon August und das wäre super, wenn wir hier noch den einen oder anderen Euro verbuchen könnten. Wissen wir nicht, warten wir es einfach mal ab. So, bevor ich das vergesse, es kommen mal ganz nach unten. Es gibt mittlerweile eine Google Plus-Seite und eine Facebook-Seite, habe ich integriert. Videos zu dieser Seite hier sind noch in Arbeit, denn ich habe mir auch hier wieder was Besonderes einfallen lassen, denn ich möchte ein paar Rankings noch zusätzlich durch Videos integrieren, damit die Seite noch so einen kleinen Push bekommt.
Backlinks hatte ich im Übrigen allerdings auch den einen oder anderen noch gesetzt. Wie sich das entwickelt, muss man mal abwarten. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Ich möchte dir mein kleines Zauber-Plugin hier mal nicht vorenthalten und dir mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Nicht böse sein, dass ich den Rest hier außenrum ein bisschen ausgeblendet habe, denn das Plugin, was ich jetzt hier benutze, stelle ich dir nächste Woche im letzten Video zur ASIN Master Reihe, stelle ich dir das vor und auch den entsprechenden Kurs dazu. Das ist der ASIN Technics. Und dort zeige ich dir dann halt auch, wie du das Plugin für den Import benutzen kannst. Und es gibt auch ein super tolles Premium-SEO-Plugin, das dann zum Beispiel die importierten Produkte mit einem Klick automatisch SEO optimiert. Aber auch das zeige ich dir erst nächste Woche. So, jetzt zeige ich dir mal kurz, wie das Teil hier funktioniert. Ich wähle mir dann einfach die Kategorie entsprechend aus, suche mir dann hier die Kategorie raus, die ich brauche. Ja, Staubsauger halt. Sag jetzt einfach mal hier Roboterstaubsauger. Gehört jetzt zwar nicht zur Kategorie, lösche ich jetzt gleich eh wieder, aber nur damit du mal siehst, wie das Ganze funktioniert. Launch Search. Jetzt sucht er mir alles. So, jetzt habe ich hier meine Produkte. Sage, ich möchte die alle anzeigen. Blende jetzt mal hier die Produkte aus. Das ist jetzt nur die erste Seite bei Amazon, die er es rausgesucht hat. Und sage zum Beispiel, ich möchte jetzt ja, die drei hier importieren. Nee, das sind so viel. Die drei importieren. Und dann sagt er mir, 2 Minuten 34 dauert das Ganze. Das dauert mir jetzt definitiv zu lange. Ich sage jetzt hier, ich will nur zwei Bilder importieren pro Produkt, damit das jetzt nicht ganz so lange dauert. Ich könnte jetzt mein Content noch spinnen, will ich aber nicht. Ich habe auch hier noch den Variationsimport. Der fällt jetzt hier in dem Fall eh flach, da ist nichts. Und jetzt packe ich das Ganze hier in meine Kategorie, die ich schon angelegt habe. Und zwar Roboter Staubsauger und sage Import Produkt. So, jetzt geht das Ding los und sucht bei Amazon das Produkt raus, lädt die Bilder runter, importiert die Bewertungen, importiert die Beschreibungen, importiert die ganzen technischen Daten und so weiter. Das packt er mir jetzt alles hier in meine Installation. Ja, und dann kann ich das direkt auf meiner WordPress-Installation verwenden. So, das müsste jetzt gleich eigentlich auch schon durch sein. Es dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Das Schöne daran ist halt, es läuft vollautomatisch. Und ich habe jetzt für Staubsauger ohne Beutel Test die gesamte Produktkategorie für Staubsauger ohne Beutel importiert. Und das hat über eine Stunde, über anderthalb Stunden gedauert. Und dann waren 100 Produkte drin. Und ich brauche dafür dann nichts mehr machen, außer hier noch und da ein paar Optimierungen. Und mit diesem tollen SEO-Plugin, ja, klicke ich dann einmal und dann sind alle Artikel SEO optimiert. Ist also auch eine super Sache. So, ist jetzt drin. Jetzt rufe ich das Ganze mal kurz auf. Ja, da ist auch schon der entsprechende Part. Ja, hat er mit einem Artikel reingepackt. Auch super. So, dann haben wir hier, die Bilder sind im Content drin. Wir haben hier jetzt eine Beschreibung. Die ist jetzt relativ kurz. Ich gucke mal gerade, ob ich einen finde mit einer besseren und größeren Beschreibung. Hier zum Beispiel. Glaube ich, da habe ich den hier, genau, Roboter Staubsauger. Und dann schauen wir mal hier, der hat eine richtig tolle Beschreibung. Es gibt ja bei Amazon echt Produkte, die haben eine richtig tolle Beschreibung, weil die Leute haben sich natürlich da schon Mühe gegeben. Und die haben wir jetzt hier mit drin. Das ist zwar doppelt Content, aber das Komische daran ist, die Dinger ranken super. Obwohl das doppelt Content ist, ranken die Dinger super. Deswegen, ich lasse das drin. Ich passe hier und da noch ein paar Sachen an. Auch später für den Content hier. Und das funktioniert aber trotzdem super. So, dann habe ich hier unten meine ganzen technischen Skills drin. Hier ist dann auch der Link mit drin. Hier sind Beitragsbilder, Produktgalerien und so weiter. Und hier unten kommt dann mein SEO-Plugin zum Tragen. Man sieht, hier ist alles rot, ist alles für den Eimer. So, ich zeige aber in der nächsten Woche, wie man mit nur einem Klick alle Artikel, die man importiert hat, SEO optimieren kann. Natürlich sind das dann keine 100% Artikel, aber ich kann dir versichern, 40 oder 50% erreichst du mit so einem Klick in der SEO-Optimierung definitiv. Das ist auf jeden Fall schon besser als gar nichts. Und meistens ist es so, du musst definitiv keine 100% bei einem Artikel erreichen. Es reicht auch schon, wenn die automatische Optimierung gelaufen ist, ranken die Teile eigentlich ganz gut. Hast du ja gerade gesehen, wie zum Beispiel hier bei meinem CleanMax Zyklonstaubsauger. Soweit ich weiß, habe ich da auch nur eine automatische Optimierung vorgenommen und der ist auf der ersten Seite Position 5,2. Was soll man da noch sagen? Ja, aber auch das zeige ich dir dann erst
nächste Woche. So, ich hoffe jetzt, du konntest dir wieder einen Teil hier von meiner ganzen Optimierungswelle mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche dann beim letzten Video, Video 6 der ASIN Master Reihe dabei bist. Ich kann dir schon sagen, die ASIN Master Reihe ist damit definitiv erst einmal beendet, aber wir werden dann in eine neue Videoserie wechseln zum Thema Geld verdienen mit Amazon. Und dort werde ich das Ganze anders aufarbeiten. Und dazu gibt es dann auch einen riesigen Blogartikel. Und es gibt dazu auch von mir nochmal separat einen kleinen Kurs, wo ich dann auch die ganzen Plugins, die ich jetzt hier zum Teil schon vorgestellt habe, nochmal definitiv besser vorstelle und auch die entsprechenden Anleitungen dazu gebe und so weiter und so fort. Und ich werde noch ein zweites Projekt mit dir ja, besprechen und dir zeigen. Und auch dort habe ich wieder das ein oder andere Plugin mit drin. Ja, und vielleicht, wer weiß, vielleicht lege ich mir dann dieses tolle Theme hier noch zu, dieses Affiliate-Theme hier. Und vielleicht packe ich das ja dann da rein und wer weiß, vielleicht funktioniert es ja dann auch mit meinem Tool für den automatischen Import. So, jetzt aber genug von dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Am besten ist, du abonnierst meinen Channel, wenn du es noch nicht getan hast, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Einen Like würde ich mich super drüber freuen und einen Kommentar, was du vom Video hältst und was ich eventuell noch besser machen könnte, wäre auch super nett. So, ich wünsche dir jetzt eine schöne Restwoche, wünsche dir ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche zu Video 6 wieder. Bis dahin, ciao.